gestern mit dem Shinkansen 3,5 Stunden Richtung Hiroshima gefahren und sind jetzt hier in dieser kleinen, sehr, sehr ruhigen Hafenstadt. Die große Frage ist, was machen wir hier? Und warum ich Onomichi überhaupt kenne, ist ein bisschen witzig, weil es ist der 6. Teil der Yakuza-Spielereihe. Dort ist Onomichi bzw. ein Modell der Stadt Onomichi, nämlich der Hauptschauplatz des Spiels. Und das hat mir so gut gefallen, vom Flair her und wie die Stadt dort wirkt, dass ich mir gedacht habe, irgendwann möchte ich gerne mal nach Onomichi. Und da wir jetzt sowieso geplant haben, nach Hiroshima zu fahren, haben wir uns gedacht, dann können wir auch 2 Nächte nochmal in Onomichi stoppen und uns diese Stadt angucken. Allerdings ist das heute nicht der Hauptfokus dieses Videos. Vielleicht gibt es dazu noch mal ein extra Video, aber heute machen wir ein bisschen andere Dinge. Ein weiterer Grund ist, dass es hier in Onomichi einen Tempelspaziergang gibt, an dem man über 30 Tempel und Schreine finden kann. Und während man diesen Weg lang geht, kann man schöne Aussichten auf die Stadt und auf das angrenzende Meer genießen. Und das werden wir heute machen. Es gibt hier so Lautsprecher, wo man wahrscheinlich was über den Tempel erfährt. Wir wissen das nicht. Wir wissen noch nicht, wie laut das ist, aber ich drücke jetzt einfach mal drauf. Jodoji, Shingon Buddhism. The foundation of the temple was laid by Prince Shotoku in 616. Und in 1886, the temple became the private estate of Ota of Kishu Koyasan. Außerdem wollten wir ein bisschen Kontrastprogramm zum Großstadtleben in Tokio und wie man sieht, teilweise sind wir allein, komplett. Senkoji angekommen. Das ist, glaube ich, hier so die Hauptattraktion auf diesem Tempelspaziergang. Einerseits wahrscheinlich, weil man hiermit die beste Aussicht über die ganze Stadt und auf das Meer und so die gegenüberliegenden Inseln hat. Andererseits glaube ich aber auch, weil man hier für Liebe beten kann und das ist in Japan immer sehr kommerzialisiert. Ich glaube aber auch, es gibt einen dritten Grund und das sind die Sakura. Den können wir jetzt natürlich nicht erleben, weil wir sind im Winter hier. Aber hier gibt es sehr viele Sakura-Bäume und ich stelle mir das im Frühling wirklich richtig schön hier oben vor. Also nur damit ihr versteht, wovon ich rede, hier ist eine Karte von dem Gelände hier oben und alles was pink ist, ist Sakura. Oh mein Gott.
Was in Onomichi ein bisschen wild ist, hier gibt es so eine Bahnlinie, die direkt durch den Ort geht. Und es gibt einfach super wilde Bahnübergänge oder Überführungen teilweise. Und man hat das Gefühl, der Zug fährt direkt neben einem. Und ich finde das irgendwie ein bisschen beängstigend. Es gibt übrigens auch noch andere Gründe, warum Leute Onomichi interessant finden. Ich glaube, der weit bekannteste Grund ist diese berühmte Cycling-Route, also die Fahrradstrecke, die hier an der Küste langführt. Und ich glaube, Onomichi ist ein Startpunkt oder auf jeden Fall ein sehr beliebter Punkt, wo man eine Pause macht in dieser Route. Außerdem gibt es hier in Onomichi sehr viele leerstehende Häuser. Das ist jetzt nicht unbedingt was, weswegen man als Tourist hierher kommt, aber es ist was, was die Stadt sehr prägt. Und so wie ich in ein paar Minuten googeln mal gelesen habe, gibt es wohl sehr viele Leute, die hier nach Onomichi ziehen, weil halt es hier so viele leerstehende Häuser gibt und halt sehr günstige Mieten und teilweise gratis Mieten oder so. Und das ist auch ein ziemliches Phänomen ist und es sogar, glaube ich, eine gemeinnützige Organisation gibt, die versucht, diese Häuser zu retten und zu renovieren und zu restaurieren. Also das ist auch irgendwie so ein ganz großes Ding. Eine andere Sache, die für mich auch nicht so auf der Prio-Liste stand, mit der wir aber Berührungspunkte hatten, das waren die ganzen Straßenkatzen, die es hier in Onomichi gibt. Also denen begegnet man wirklich an jeder Ecke. Und es gibt auch eine sogenannte Neko no Hosomichi, also eine Katzenstraße, ein Katzenpfad. Dort sind so, ich sag mal, Figuren, es sind nicht wirklich Figuren, es sind bemalte Steine, Figuren von einem Künstler ausgestellt, der, also die halt Katzen darstellen sollen. Und ich glaube, da ist auch wie so ein Katzenshelter nebendran, also es sah jedenfalls irgendwie so aus. Übrigens sehr spannend finde, ist das Layout der Stadt. Also ich habe zu Max die Tage immer gesagt, die Stadt ist so ein bisschen wie geschichtet. Die erste Schicht ist hier so der Hafen mit dem Meer dran. Dann kommt so die Schicht Shopping Street, also wirklich durch Onomichi zieht sich einmal gerade eine ganz lange bzw. mehrere Shoppingstraßen. Und dann kommt die Bahnlinie, die mitten durch den Ort verläuft. Und dann kommt so die Schicht mit Wohnhäusern beziehungsweise sehr viele leerstehende Häuser und dazwischen beziehungsweise ein bisschen darüber noch die Schicht mit den ganzen Tempeln und Schreinen. Und es ist einfach so spannend, dass es irgendwie wirklich so wie getrennte Schichten fast sind. Was ich allerdings ein bisschen deprimierend finde, ist die Abendstimmung in Onomichi. Also man muss bedenken, wir sind jetzt hier im Winter, es wird früh dunkel, es ist überhaupt nicht Hauptsaison, aber wir hatten das gestern und vorgestern Abend schon echt gemerkt, dass es hier sehr schnell gefühlt alles zumacht, beziehungsweise sehr viele Sachen zumachen und wenn man hier so durch die Stadt läuft, dann ist es so halb tot. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, dass ich glaube und hoffe, dass es zur Hauptsaison ein bisschen besser ist. Insgesamt hat es mir hier in Onomichi aber trotzdem sehr gut gefallen. Warum auch immer, mag ich die Atmosphäre hier. Also es gibt nicht wirklich einen Grund, aber irgendwie fand ich es hier einfach
super angenehm, weil es halt gleichzeitig super entspannt war, aber trotzdem so interessant war, weil es halt einfach was komplett anderes ist. Lasst mich in den Kommentaren gerne wissen, wie euch die Stadt gefallen hat, von dem Eindruck, den ihr jetzt von dem Video habt, oder wenn ihr schon mal hier wart, dann gerne von euren eigenen Eindrücken. Vielleicht wisst ihr ja auch, wie es so zur Hauptsaison hier ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt, und liked das Video. Ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder.